Heute bin ich wieder bei Golf Götze in Weiterstadt und da einfach Ende des Jahres ist und es mal wieder Zeit wird, sich um neue Eisen zu kümmern, dachte ich mir, hey, ich mache einen Termin mit dem Richie aus. Und deswegen schauen wir uns heute mal den Fitting-Prozess an, wie das so bei Eisen abläuft. Richie begleitet uns durch den kompletten Prozess und ja, legen wir doch einfach mal los. Richie, danke, dass du mich heute hier in Weiterstadt begrüßt. Und so ein Fitting ist ja nicht ein einfacher Prozess. So ein Fitting besteht ja aus mehreren Komponenten. Kannst du vielleicht mich und die Zuschauer ein bisschen mitnehmen, was bei so einem Fitting alles passiert? Und wir hören es auch schon im Hintergrund, geht ja der Prozess weiter. Es wird ja weiterhin gefittet, auch hier hinten. Ja, klar. Erstmal schön, dass du da bist. Ne? Sehr gerne. Wir gucken uns heute bei dir die Eisen an, richtig? Ja, genau. Ja. Okay, dann sage ich dir erstmal, wie das grundsätzlich abläuft. Ja. So ein Fitting hat dynamische und statische Anteile. Mhm. Statisch, da legen wir gleich mit los. Mhm. Das ist vereinfacht gesagt alles, was wir rausfinden können, wenn wir miteinander quatschen und wenn ich an dir rummesse quasi. Das ist statisch. Ne? Ja. Dynamisch ist, wenn wir dann wirklich in der Doppler-Radarbox Messdaten erstellen, wenn du mir auch mal ein subjektives Feedback gibst, wenn du mir sagst, das fühlt sich gut an, fühlt sich schlecht an, wenn wir noch mal variieren, zum Beispiel beim Schaftgewicht. Okay. Das alles sind dynamische Prozesse. Wie gesagt, wir machen das mit der Doppler-Radar-Unterstützung. Mhm. Und Ziel ist es dann, die Komponenten Kopf, Schaft, Griff mit entsprechenden Anpassungen für dich perfekt dann rauszusuchen. Dauert ungefähr eine Stunde bei den Eisen. Ja, kostet bei uns 75 Euro. Mhm. Aber wenn du das Zeug dann auch hier kaufst oder bestellst, dann kann ich diese Fittinggebühr 1:1 auf den Kaufpreis anrechnen und dann ist es für dich quasi geschenkt. Wunderbar, weil das ist ja genau das Thema, was ich immer wieder auch im Internet lese. Oh, ein Fitting kostet doch so viel Geld. Tatsächlich nein, ein Fitting kostet in den meisten Fällen gar nichts, hören wir ja gerade, wenn wir eben auch die Schläger dort bestellen, wo wir gefittet wurden. Ja. Und tatsächlich muss ich dazu sagen, wenn ich gefittet werde irgendwo, kaufe ich auch dort die Schläger, weil die haben die Daten, die wissen alles darüber. Warum soll ich dann woanders schauen? Ja, ja. Wie gesagt, noch bieten wir das so an. Ja. Ne? Das ist manchmal betriebswirtschaftlich nicht ganz einfach darzustellen, aber es ist unser Anspruch, dass wenn wir einem Kunden auch hier was dann verkaufen, dass das auch wirklich perfekt auf ihn passt. Wunderbar. Ne? Dann ab in die Box. Bälle schlagen, vermessen und da bin ich selbst gespannt, was nachher rauskommt. Also Andreas, ich vermesse dich jetzt erstmal. Ja. Das hat natürlich den Hintergrund, dass ich die perfekte Schaftlänge für dich rauskriegen will. Plus, dass ich schon mal eine Ahnung habe von deiner Biometrie, so wie du halt gebaut bist, welchen Leihwinkel ich brauche. Der Leihwinkel ist quasi der Winkel zwischen dem Schaft und dem Boden. Ja, ja, okay. Und da erzähle ich dir gleich noch was ein bisschen dazu, dass du das so ein bisschen nachvollziehen kannst. Ne? Jetzt hätte ich aber noch eine Frage dazu. Das heißt, wir messen auch immer bei dem statischen Fitting mit Schuhen an. Ja, natürlich. Okay. Du gehst ja wahrscheinlich seltener in Sandalen oder Barfuß golfen. Ne? Ganz selten. Ja. Ganz selten. Ja. Kann vorkommen, aber nicht die Regel. Okay. Genau. Stell dich mal schulterbreit hin. Ja, mir vis-à-vis am besten. So. Genau. Ja. Die Arme lässt du locker hängen. Wichtig ist nur, dass du immer geradeaus guckst. Weil wenn du dann guckst, was macht der da, dann stehst dann du automatisch schief. Alles klar. Ja? Okay, so, jetzt muss ich das noch richtig halten. Bei dir brauche ich noch kein Höckerchen. Was steht im Reisepass? 1,90. Ja, da bist du aber mit Schuhen locker drüber. Ja, ja. Ja, also da bin ich bei 1,93. Ja, okay, dreh mal deine, nee, bleibst du stehen. Gleiche Pose quasi, aber diesmal drehst du die Handflächen nach vorne, beide. Genau, die Arme bleiben locker seitlich am Körper. Und jetzt messe ich deinen Handbodenabstand. 98, 99. Gucken wir mal, ob du gerade eingeschraubt bist oder ob du schief bist. Ja, wahrscheinlich schief. Nee, erstaunlich gerade. Erstaunlich gerade. Ja. Ich bin viel schiefer als du. Wenn du mal auf meine Schulterlinie guckst, ja, dann siehst du... Schief ist ja aber vielleicht auch gut, weil du dann von hinten an den Ball kommst. Du hast schon die perfekte Golferpose dann. Ja, genau. Ich gebe das jetzt mal hier in meine Software ein. Laut deiner Biometrie. Dynamisch überprüfen wir das ja noch, ne? So wie du den dann wirklich bewegst. Das ist jetzt ein statischer Wert quasi, ne? Weil deine Biometrie wird sich in deinem Alter jetzt nicht so schnell mehr ändern. Ja? Manche Punkte hätte ich gerne, dass es sich ändert in der Biometrie. Das hat hier weniger Einfluss, ja, sagen wir mal so. Aber jetzt siehst du hier,
Du bräuchtest auf jeden Fall einen Schaft, der im Verhältnis zu einem Herrenstandardschaft einen Inch länger ist. Ja? Und vom Leihwinkel auch eher aufrechter. Genau. Ja? Zwischen 3 und 4 Grad aufrechter. Ach, der Standard krass. Ist so 62 und das könnten dann sogar 65, 66 dann quasi sein. Okay. Also kannst du dir ja vorstellen, wenn so ein Eisen richtig am Ball steht, dann habe ich hier einen Winkel zwischen dem Schaft und dem Boden. Ja? Und jetzt stell dir mal vor, ich wäre ein Orang-Utan. Ich bin relativ klein, habe aber lange Arme. Was passiert unten da? Meine Arme werden länger und dann siehst du die Spitze, die kommt hoch. Na? Wäre nicht so doll. Jetzt bin ich kein Orang-Utan, jetzt bin ich ein Tyrannosaurus Rex. Ich bin groß, habe aber kurze Arme. Ja? Was passiert? Die Hacke kommt hinten hoch und ich komme immer mit der Spitze hier auf den Boden. Das ist der Einfluss, den unsere Biometrie auf diesen Leihwinkel haben kann. Natürlich kommt dann noch hinzu, wie ich das ganze Ding hier bewege, von mir aus. Na? Aber das überprüfen wir dann dynamisch gleich. Wenn wir jetzt Eisen für dich suchen und wir achten auf alles, das ist klar. Aber wenn du dich entscheiden müsstest, würde es eher in Richtung eines Eisens gehen, womit du mal 10-15% mehr Länge erreichen kannst? Oder lieber, wo du mir sagst, nee, ich möchte, die Länge ist mir erstmal wurscht, aber ich möchte weniger Streuung haben. Gibt es da einen Hauptwunsch? Das muss ich jetzt einfach in die Kamera sagen. Da gibt es verschiedene Punkte, weil auf der einen Seite möchte ich ja nicht weniger Länge als jetzt, die habe ich ja jetzt schon, aber ich möchte auch nicht mehr Streuverlust, nur aufgrund der Länge. Und so war es auch beim Driver-Fitting, wo ich hier gemacht hatte, da war dieselbe Frage auch da. Und wir hatten einen Driver, der tatsächlich sogar mehr Länge geliefert hat, aber die Streuung war zu groß. Deswegen bin ich definitiv pro Fairway, anstatt pro 20 Meter weiter im Rough. Das andere ist, wir haben hier bei den Eisen 11 Marken zur Verfügung. Ja? Und inzwischen sind alle Marken so breit aufgestellt, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass ich bei jedem Brand vielleicht sogar 2 Eisenköpfe finden könnte, mit denen du gut zurechtkommst. Ja? Wenn du dir dann noch denkst, das wären schon 22 Optionen. Ja? Wenn wir jetzt noch mal einen anderen Schaft dann ausprobieren wollen, vielleicht ein bisschen schwerer, ein bisschen leichter, irgendwas, ja? Dann wäre ich schon bei 44 Optionen. Und bevor ich mir dann so einen Satz kaufe, bestelle, der ja 1.000, 2.000 Euro kosten kann, dann will ich den ja vielleicht hier auch so mal mindestens 10-mal gehauen haben. Ja. Ja? Dann wären wir schon bei weit über 400 Schlägen. So viel Golf wollen und können wir gar nicht spielen, weil, ganz ehrlich, erfahrungsgemäß, so ab dem 60., 70. Schlag hier, brauche ich mir die Daten schon nicht mehr angucken. Weil die kann ich mit den ersten 20 nicht mehr vergleichen. Ja? Wenn wir gut fitten und testen wollen, dann haben wir die Möglichkeit, 3, maximal 4 Modelle gut hier zu testen. Dann ist eigentlich, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Ausdauertraining, was wir dann machen, aber es bringt keine Erkenntnis. Ja? Ja. Von daher die Frage an dich, gibt es bestimmte Modelle oder Brands, wo du mir sagst, die finde ich besonders interessant, oder gibt es auch Sachen, wo du sagst, ich sage jetzt mal, nee, mit Wilson brauchst du mir gar nicht kommen, da kriege ich einen Kotzkrampf. Also ich bin da komplett markenbefreit. Natürlich, ich spiele jetzt seit knapp 10 Jahren oder 10 Jahre rum Mizuno-Eisen. Ich finde die super. Hatte jetzt mal die Chance, Cobra-Eisen zu spielen. Fand die mega, was die einfach auf dem Trackman gezeigt haben, was da einfach als Ergebnis rauskam. Aber per se bin ich da, also mir ist es echt egal, wenn Wilson rauskommt, hey, dann habe ich vielleicht einen Preisvorteil. Wenn TaylorMade rauskommt oder Ping, weiß ich, okay, dann muss ich vielleicht noch mal nach Weihnachtsgeld fragen. also da bin ich komplett markenbefreit. Ja. Ich traue deiner Empfehlung. Ja. Das ist das, was ich am liebsten höre. Okay, nee. Dann würde ich sagen, schicken wir dich gleich erstmal ins Warm-up. Ich gebe dir mal ein Eisen, erstmal wurscht, was es ist. Hauptsache, es hat die richtige Schaftlänge. Ja. Spielst du aktuell Graphit oder Stahl? Stahl. Stahl. Gucke ich gleich mal rein, dass ich eine Ahnung habe, was du aktuell spielst, dass ich dir da erstmal was Vergleichbares in die Hand drücke, damit du dich ein bisschen aufwärmen kannst und ich schon mal ein paar Messwerte habe. Alles klar. Sehr gut. Ich freue mich. Danke.
Wenn du dich dann warm gemacht hast, sage ich dir nur mal vom Ablauf her, im ersten Schritt gucken wir, welchen Eisenkopf wir für dich haben wollen. Der zweite Schritt wäre dann, dass wir nochmal einen genaueren Blick auf den Schaft werfen. Mhm. Und das dritte, das nenne ich immer so, das sogenannte Feintuning. Okay. Wir überprüfen nochmal, ob das zum Beispiel mit dem Leihwinkel für dich stimmt. Mhm. Wir gucken nochmal, welchen Griff wollen wir für dich haben. All solche Details. Natürlich auch da, welche Schläger wollen wir überhaupt? Brauchen wir auch ein Eisen 3 oder reicht es uns, dass wir mit dem Eisen 6 einsetzen? Mhm. Wie viel brauchen wir zwischen Pitching und Sandwich? Also diese ganzen Feintuning-Sachen. Alles klar. Die kommen im dritten Schritt. Okay, jetzt geht's aber wirklich ins Warm-up. Wenn du einen Probeschwung machen willst, immer vor der ersten Linie, ja, damit das nicht als Schlag gesehen wird und mir die Daten verfälscht. Ne? Und wenn du einen Ball hauen willst, schön hier Mitte, Mitte. Mhm. Du siehst auch, das ist magnetisch hier gefedert. Ach, krass. Das ist das beste Fairway, was du je spielen wirst, außer du spielst mal Pebble Beach oder sowas. Ja. Genieß es. Vielen herzlichen Dank. Schönes Warm-up. Dankeschön. Ja. Also sei da auch verhältnismäßig entspannt fürs Fitting. Ich weiß, man möchte immer schöne Schläge machen. Ja. Fürs Fitting wäre das Fatale, wenn du den besten Tag seit Monaten hättest. Ja, Logo. Weil umso mehr ich sehe, wo der Spieler vielleicht auch ein bisschen Support braucht, ja, umso besser kann ich fitten. Ja. Ist das so eine Flugkurve, die bei dir häufiger mal vorkommt, so eine Links-Rechts-Kurve? Ja, Fade. Ja. Wenn dann Fade oder Slice. Gibt auch den Miss-Hit komplett links weg, aber jetzt nicht unbedingt den Hook. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Push oder ein Pull oder irgendwas ist. Passiert auch Pull. Mal Pull. Ja. Aber meistens, wenn dann ist es ein Fade, selten ein Draw. Ja. Und genau, der Miss-Hit ist der Slice im Normalfall. Die nächsten drei, da bekommst du jetzt von mir mal eine Hausaufgabe. Ja. Und jetzt ist mir mal wirklich egal, ob du den Ball gar nicht triffst, ob der links fliegt, ob der rechts fliegt oder ob der rückwärts auf die Toilette fliegt. Ist mir alles wurscht. Du haust jetzt mal maximal drauf. Maximale Schlägerkopfgeschwindigkeit. Visualisier dir jemanden, den du nicht leiden kannst. Und dann dresch mal richtig drauf. Yes! Hol. Schöner Fade. So. Solange er auf dem Fairway bleibt, ist alles gut. Mhm. Und wenn nicht, nutzt man den Platz effektiv. Wow, mega. Du musst öfters drauf dreschen, hä? Ja, kannst vielleicht mehr, als du dir selber zutraust, ne? Das sowieso. Jo, mhm, danke erstmal. Wollen wir mal einen Blick drauf werfen? Ja, noch kurz gucken. So, wir schauen uns das jetzt mal zusammen an. Ne? Das sind die Schläge, die du jetzt im Warm-up gemacht hast. Ich werde auch im späteren Verlauf solche Schläge zum Beispiel, die nehme ich sofort raus. Das war jetzt ein Miss-Hit. Ne? Mhm. Also den hast du, hättest du auch mit Omas Regenschirm machen können. Ja? Der gibt mir keine Erkenntnis. Aber die, also wir gehen quasi davon aus, dass der sowas wie der weiteste und beziehungsweise der schlechteste und der beste Schlag vielleicht so ein bisschen rausgerechnet wird. Ja, wir bereinigen das statistisch quasi alles so ein bisschen. Wenn jetzt einer da total untypisch ist, dann brauche ich den nicht bewerten. Na? Umso mehr Schläge ich mache, werde ich mal einen exzeptionell guten oder schlechten dabei haben. Aber die brauche ich nicht besonders beachten beim Fitting. Okay. Ganz okay. Genau. Alles ja. klar. Ja. Und dann gucken wir uns mal die dazugehörigen Daten an. Und das Erste, wo ich jetzt hingucke, das ist hier oben die Club Speed. Das ist die Geschwindigkeit des Schlägerkopfes in Meilen, genau im Treffmoment. Mhm. Ne? Hier, da hast du dich noch so ein bisschen warm gemacht, ne? Hast dich so in den mittleren 80ern dann quasi eingependelt von der Geschwindigkeit. Dann habe ich dir gesagt, jetzt machen wir mal drei Schwünge richtig im Overspeed. Und du konntest sofort hier 5, 6, zum Teil fast 10 Meilen drauflegen. Und hast die ja immer noch halbwegs gut getroffen. Also das waren ja richtig gute Schläge zum Teil. Also ne? Für mich ja. Und gerade man muss dazu sagen, es ist ja Kaltstart. Mhm. Also ich war jetzt nicht vorher eine Viertelstunde irgendwie mich warm spielen mit Wedges oder irgendwas. Ja. Und da bin ich tatsächlich dann doch schon sehr angetan. Ja, ja, ich auch. Ich auch.
wenn ich jetzt hier sehe, im Overspeed hier, da bist du locker über 90 Meilen, zum Teil hier sogar bei 94 Meilen. Das würde schon eher für einen etwas schwereren Stahlschaft sprechen, okay. Vielleicht sogar einen Stiffschaft. Mhm. Ne? Während, wenn ich jetzt hier so die niedrigen 80er sehe, auch immer noch Stahl, auch übrigens von deinem Rhythmus und Tempo. Mhm. Rhythmus und Tempo ist nicht Geschwindigkeit. Im Durchschnitt haben wir hier so 87 Meilen. Auf jeden Fall, glaube ich, ist ein Stahlschaft für dich gut. Mhm. Wie schwer und hart oder weich der dann genau sein soll, da müssen wir nochmal einen genaueren Blick drauf werfen, ja. Später. Ja, machen ja? Wir. Das andere, was ich mir jetzt schon angucke, ist das Treffmoment. Das ist der Smash-Faktor. Mhm. Mathematisch gesehen ist der Smash-Faktor Ballgeschwindigkeit durch Schlägerkopfgeschwindigkeit. Ich habe halt eine ankommende Schlägerkopfgeschwindigkeit und eine ausgehende Ballgeschwindigkeit, wie der startet. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt die Ballgeschwindigkeit durch die Schlägerkopfgeschwindigkeit teile, dann kommt dieser Smash-Faktor halt raus. Okay. Das zeigt mir, wie gut du das Eisen hier im Sweet Spot triffst. Mhm. Ja, das kann ich so ein bisschen daraus schließen. Hier im Sweet Spot, da ist der Smash-Faktor grundsätzlich erstmal höher, als wenn ich das Eisen irgendwo hier drauf treffe, mhm. Ne? Irgendwo jenseits des Sweet Spots. Allerdings sollte das auch nicht die einzige Zahl sein, auf die man Wert legt, mhm. Weil man könnte ja jetzt sagen, umso höher, umso besser. Das ist beim Eisen wahrlich nicht so. Okay, da muss ich direkt einhaken, mhm. Weil ich kenne es mit 1,5. Und beim Eisen wäre das ganz beschissen. Echt? Ja, beim Driver wäre das gut. 1,5 okay. Ist erstmal 1,5 und ein bisschen ist das Höchste, was erlaubt ist. Okay. Wenn zum Beispiel ich einen Driver habe, wo ich mehr als 1,5, deutlich mehr als 1,5 Smash hätte, mhm. Dann wäre entweder die Schlagfläche oder der Ball illegal. Ach krass. Gab es so, ich glaube in den Nullerjahren gab es mal Schlagflächen, die hatten so viel Trampolineffekt. Mhm. Die haben deutlich mehr produziert und die sind von der A&E ganz schnell verboten worden. Ja, alles klar. Ja, dürfen nicht mehr so, also darfst du nicht mehr einsetzen quasi. Ja. Wenn ich aber jetzt sehr häufig, wenn ich sehr hohe Smash-Faktoren beim Eisen sehe, mhm. So 1,5 sagen wir jetzt mal, liegt das meistens daran, dass der Spieler den Schläger deloftet hat. Ja, dann habe ich zwar eine super Kraftübertragung, mhm. Aber ich bekomme gar keine Höhe mehr drauf. Okay. Ja, das ist so die so flach nach vorne schießen. Ja, ja. Kraftübertragung super, geiler Smash, aber bringt mir ja gar nichts mehr. Ja. Ein guter Eisenschlag ist so, sage ich mal, um die 1,38. Ja. Okay, okay. Ab 1,2 beginnt ein Eisen zu funktionieren, erfahrungsgemäß. Mhm. Mhm. Und richtig geiler Schlag ist so 1,3814. Also da gucke ich jetzt schon mal, wie gut du oder schlecht du halt das Eisen getroffen hast. Das sieht ja alles eigentlich ganz gescheit aus. Ne? 1,33, also du hast schon immer den Ball getroffen. Aber es ist ja schon verrückt, was es bei dem Fitting alles zu beachten gibt. Was es alles für Werte auch gibt, die da ja in die Betrachtung mit reinkommen. Wie viele verschiedene Möglichkeiten es einfach auch gibt, einen Ball zu spielen und natürlich auch einen Schläger zusammenzubauen. Daher bin ich jetzt mal sehr gespannt, was bei den Probeschlägen rauskommt, bei den neu gebauten Schlägern. Um aber mal zu sehen, in welche Richtung kann es gehen. Ich habe jetzt mal drei Modelle für dich rausgesucht. Ne? Einmal den i525 von Ping. Mhm. Dann gucken wir, den haben wir auch schon fürs Warm-up benutzt, den JPX923 Forged von Mizuno mhm. Uns an. Und das ist so ein bisschen jetzt so das, was ich mir für dich gedacht habe, den Callaway Apex. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen nochmal, aber wir nehmen erstmal die Basisausführung. Apex 21 heißt der. Ja? Okay, ich bin gespannt. Ich habe jetzt verhältnismäßig ähnliche Schäfte hier eingebaut. Verhältnismäßig leichte Stahl-Regular-Schäfte. Mhm. Da gucken wir aber in Schritt 2 nochmal genauer drauf. Ne? Aber erstmal so vergleichbar wie möglich. Und ich würde dich bitten, wenn wir die jetzt durchprobieren, du machst erstmal ungefähr 5 Schläge mit jedem. Mhm. Nicht viel mehr, nicht viel und weniger auch nicht, ja? Ja. Aber nicht viel mehr, ja. Damit du die Chance hast, auch ganz subjektiv einen ersten Eindruck zu gewinnen. Mhm. Dann gehen wir auf den nächsten, weil wenn du diesen Wechsel relativ schnell machst, spürst du ja viel mehr den Unterschied. Genau. Wir wollen jetzt noch nicht, dass du dich auf einen der Modelle erstmal eingrufst oder in irgendeinen Trainingsmodus verfällst. Mhm. Ne? Dass du dann siehst, oh Mensch, jetzt ist er mir noch ein bisschen rechts gegangen, wenn ich jetzt noch mich ein bisschen anders ausrichte, das wollen wir alles nicht. Dass wir die Vergleichbarkeit haben. Genau, genau. Genau. Mhm. Wir wollen jetzt so eine erste Blitzrunde quasi haben. Alles klar, machen wir. Okay, let's go.
5 Schläge, Ping I525. Kurzes Feedback, was ist dir aufgefallen? Mir kommt er sehr, sehr leicht vor. Mir kommt er sehr, also mir fehlt so die Wucht da hinten dran, muss ich sagen. Hat dir noch nicht so gut gefallen? War halt so nett, dass ich sage. Dann schnapp dir nochmal den Mizuno und mach mir damit auch nochmal 5 Schläge. Yes, der hat wieder mehr Spaß gemacht. Ne? Ja. Mhm. Das hört man schon immer. Ja, das ist ja auch, also Golf ist ja ein Sport der Sinne. Kurzes Feedback im Vergleich kommt zu dem Ping. Der kommt mir jetzt vom Kopf schwerer vor, der kommt mir vom Kopf ein bisschen ja, wuchtiger, nenne ich es einfach mal vor. Ich komme gefühlt besser durch, auch wenn es jetzt optisch nicht unbedingt ersichtlich vielleicht war vom Ballflug. Mhm. Fühlt aber besser an. Dann gucken wir uns jetzt nochmal den Apex 21 von Callaway an. Nochmal eben ein Statement zu dem, den du jetzt hattest. Fühlt sich im Vergleich zu den beiden anderen nochmal anders an. Hier schwingt aber noch der optische Faktor mit. Mir ist eben die Topline zu dick. Ja. Das ist so vom Aussehen erinnert mich an meine ersten Schläger. Mhm. Und das ist so das, wo ich dann sage. War nicht so dein Ding. Mm-mm. Okay, dann gucken wir mal schon das erste Mal oben drauf und bewerten mal ein bisschen. Jetzt haben wir die erste Runde mal gemacht und jetzt gucken wir uns mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten an quasi. Ne? Ich habe hier vorne, ich habe jetzt schon, wenn du mal einen richtigen Fehlschlag dabei gehabt hast, das habe ich rausgelöscht. Ne? Nicht um da zu schummeln, sondern umso mehr Schläge wir mit der Zeit machen, umso eher ist auch mal eine richtige Gurke dabei. Mhm. Den brauche ich mir nicht ansehen, wenn der so ist, dass du den auch mit einem alten Regenschirm hättest genauso machen können. Alles klar. Ja, also das ist nichts Schlimmes, aber das hilft uns hier nicht weiter. Ne? Jetzt habe ich das hier schon so ein bisschen bereinigt und wir gucken uns mal, ist noch irgendwas dabei? Nee, hier zum Beispiel das hier oben, aber das war auch noch vom Warm-up. Das ist vom Warm-up, genau. Das nehme ich jetzt erstmal raus. Das sind die. Ja. Dann wird das ein bisschen übersichtlicher. Und dann siehst du hier, was so passiert ist. Ja. Die roten hier, das war das mit dem Apex von Callaway. Dann habe ich hier die gelben, das war mit dem Ping I525 und die blauen mit dem Mizuno Forged. Ja? Mhm. Jetzt erstmal die Frage an dich, ganz spontan, welche Farbe, nicht weil du die Farbe schön findest, sondern hier in welcher Farbe werden dir die Schläge angezeigt, die dir da erstmal am sympathischsten sind? Was findest du da am interessantesten? Also wir sehen hier in der Mitte die Mittellinie des Fairways, wo die Zahlen eben auch sind, die 120, 140, 160. Das ist ja der Maßstab, wo ich gucke normalerweise und davon, was ist am nächsten in der Mitte vom Fairway, weil da will ich ja an sich hinkommen. Ja. Übrigens sind das hier die Carry-Distanzen ohne Roll. Ja. Nur das eben noch so, weil das ist im ersten Schritt bei so einem Eisenfitting für mich interessanter. Ja? Also weil Roll ist ja auch abhängig wie von Witterungsbedingungen, vom Platz per se. Ja. Wo der Ball landet. Und mit einem Eisen will ich halt auch hauptsächlich erstmal Carry. Ja? Das will ich ja auch vielleicht auf dem Grün mal zum Liegen kriegen. Genau. Wenn ich meine Distanz da zu einem großen Anteil über den Roll ausmache, dann brauche ich mit dem Driver, da finde ich das ja noch halbwegs okay. Ja. Aber ein Eisen will ich ja, so ein Eisen 7, der will ich auch mal auf dem Fairway landen, auf dem Grün landen lassen. Und dann soll das da ja auch bleiben. Genau. Ja, genau. Also von dem, was ich da sehe, ist für mich eben das Nächste an der Mittellinie das Blaue. Und das wären die Mizuno-Eisen, quasi die Urenkel meiner aktuellen Eisen. Ja. Also vielleicht bleibst du ihnen treu. Wir gucken mal hier auf das Tableau und ich lasse mir mal Durchschnittswerte ausrechnen. Smash-Faktor, wir haben schon so ein bisschen drüber gesprochen, was das überhaupt ist. Mhm. Ich sehe, das ist alles sehr nah beieinander. Und wenn ich das auffächere, ist es auch verhältnismäßig konstant. Mhm. Ja? Ich sehe schon, dass beim Mizuno die konstant höher sind und beim Apex zum Beispiel eher konstant. Und vorhin hatte ich noch die Fehlschläge mit dabei, genau. Ne? Die wären eigentlich noch dazu zu rechnen, eher konstant etwas niedriger ist. Das kann man schon sagen. Aber das ist jetzt nicht so der riesige Unterschied. Ne? Ob das jetzt 1,28 oder 1,3 im Schnitt ist, sollte uns jetzt erstmal ein bisschen egal sein. Wenn wir auf die reinen Längen gucken,
dann siehst du auch Unterschiede, aber gar nicht so groß, wie man sich das vielleicht denkt. Carry-Distanzen war der i525 jetzt nicht so der Hit. Ne? Da war ich im Carry im Durchschnitt 3 Meter kürzer halt. Ja. Ne? Und das hat sich dann auf Total, also mit Roll, natürlich auch ausgewirkt. Von den reinen Längendistanzen sind ja hier der Apex und der Mizuno wirklich auf exakt gleicher Höhe. Ne? Also da kann ich jetzt keinen riesen Unterschied feststellen. Ich würde sagen, die 60 Zentimeter. Ja, also das könnte, wenn wir jetzt nochmal 5 Schläge mehr oder weniger, da kann sich das auch umdrehen. Ja. Ne? Das ist jetzt nicht signifikant. Ja. Ne? Auch die Club Speed, ich habe jetzt hier überall Schäfte verwendet, die vergleichbar sind. Und der Club Speed ist verhältnismäßig konstant bei dir. Hier hast du ein bisschen weniger, aber sonst war das hier so bei um die 85 bis 86 Meilen. Auch da jetzt kein signifikanter Unterschied. Das Einzige, was man wirklich sagen muss, ist halt die Streuung gewesen. Ja. Da bist du mit den Mizunos einfach von Anfang an besser zurechtgekommen. Ja. Ja? Wir machen ja kein Training, wir machen Fitting. Aber trotzdem sage ich dir nur, was mir aufgefallen ist. Du kommst stark von außen an den Ball. Na, du kommst stark von außen an den Ball und wenn du einen richtig guten Schlag für dich machst, dann ist das bei dir die Fade-Linie. Das heißt, genau. Er startet links und zieht dann wieder zur Mitte hin rein. Ja? Viele sagen immer, ja, aber ich will doch so gerne einen Draw spielen. Ja? Der Draw rein theoretisch für so einen Rechtshänder oder auch für einen Linkshänder eigentlich, der hat das Potenzial, länger zu sein. Weil ich, wenn ich von innen ranziehen kann mit einer geschlossenen Schlagfläche, kann ich theoretisch da mehr Kraft durch meine Körperdrehung da drauf bringen. Allerdings finde ich, ein Fade ist ja nun weiß Gott nichts Schlimmes, wenn ich ihn gut kontrollieren kann. Ich kann dazu noch sagen, das fand ich mal so sehr schön. Ich hatte ja auch mal Martin Borgmeier im Interview, der so schön gesagt hat, der Ball weiß nicht, ob ein Fade oder ein Draw fliegt. Der fliegt einfach. Ja, 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 ja. Und ich sage noch was anderes, weil der Draw ja häufig so ein bisschen so der Wunsch Flug ist, ja. Ich meine, Jack Nicklaus sagt dir ja wahrscheinlich was. Ja, klar. Und der hat nun mal mehr Major-Titel als alle Menschen vor oder nach ihm. Auch Tiger Woods kam da bisher noch nicht dran. Zu den meisten hat er sich eher gefadet. Oder aus deutscher Sicht, Martin Keimer, ja. 2 Major-Titel. Hauptsächlich hat er mit seinen Eisen sich dahin gefadet. Ne? Also das ist ja jetzt erstmal nichts Schlimmes. Du siehst, ich vergleiche dich schon mit Jack Nicklaus und Martin Keimer. Ich habe Großes mit dir vor. Ja. Ja, also 2 Sachen halten wir mal fest. Signifikanter Unterschied hier rein objektiv, ja, ist halt, dass du weniger Streuung mit dem Mizuno hattest. Das ist ganz objektiv hier festzustellen. Dann kommt die subjektive Komponente hinzu. Du hast mir auch von Anfang an gesagt, es fühlt sich eigentlich für dich am organischsten, am besten an irgendwie. Du hattest damit das beste Gefühl. Genau, also das ist ja auch so ein bisschen, wir hatten es ja vorhin schon, das Thema Golf ist ja auch ein Sport der Sinne, hatten wir ja dann festgestellt. Es muss sich ja auch gut anfühlen. Es muss ja auch irgendwo was drauf gucken und sich wohlfühlen. Ja. Und da kann man mit dem, wenn was mal Walmart-Schläger spielen und man sagt, das ist der geilste Schläger ever, dann spielt ja auch die subjektive, die, wie man das nennen, da schwingt ja auch der Mut, mit dem man dann den Ball auf den Weg gibt. Die emotionale Komponente. Genau, ja? Genau. Und das sage ich auch immer, wenn ich was im Back habe, was mir ein gutes Gefühl gibt, was ich optisch schön finde, wo ich ein bisschen Fanboy vor bin. Genau. Wir sind Amateure, wir reden über Sportfreizeit. Ja. Wenn diese emotionale, psychologische Komponente dazukommt, dann kann man auch ganz objektiv sagen, mittel- und langfristig, bin ich 100% davon überzeugt, wird der Spieler auch objektiv dieses Material besser spielen. Natürlich kann ich rein subjektiv sagen, das Blade, das finde ich aber so schön, da geht mir einer ab, wenn ich das sehe, dieses dünne Blade. Ach, das ist ja auch so. Da muss man dann wirklich sagen, ja, es ist so, aber da muss ich auch dann sagen, wenn ich es aber nicht spielen kann, dann kann diese emotionale Komponente das auch nicht aufwiegen. Richtig. Quasi. Da muss man schon ein bisschen abwägen. Ja. Aber du hast absolut recht, man sollte auch die emotionale Komponente nicht in einem Fitting ausblenden. Einfach. Genau. Ja, sehe ich auch so. Ja. Also wie gesagt, wir halten nochmal fest. Subjektiv hast du sowieso mir gesagt, der Mizuno, der hat sich am geilsten für dich angefühlt. Ja. Objektiv sehen wir, Hauptunterschied ist, dass du damit eine sehr überschaubare Streuung hattest. Genau. Wenn du damit einverstanden bist, würde ich mich jetzt erstmal auf den Forged konzentrieren und da mal ein bisschen rumexperimentieren, was wir über den Schaft noch rauskriegen können. Klar.
Ja? Machen wir. Gut, dann blenden wir jetzt erstmal die beiden anderen hier aus. Und jetzt möchte ich mit dir mal einen Schaft ausprobieren, der mal noch einen Ticken schwerer und härter ist. Mhm. So, Richie, jetzt haben wir ja schon einige Schläge auch gehabt, einige Schläge gemacht und ein bisschen was haben wir ja schon von dir gelernt heute, was das Thema Fitting angeht. Ja. Du hast mir jetzt noch einen anderen Schläger zusammengeschraubt. Vielleicht kannst du ein bisschen drauf eingehen, nochmal in Kürze, was ist es für ein Schläger, was für ein Schaft ist es und was ist so vielleicht deine Erwartung oder meine Erwartung dran, oder sollte ich gar keine haben an den Schläger? Doch, Erwartungen kannst du immer haben und vor allen Dingen an mich. Na, also wir haben jetzt gesehen, dass der Kopf dir schon recht gut zusagt. Mhm. Ne? Und jetzt möchte ich noch mal genauer auf den Schaft eingehen. Okay. Und ich habe jetzt einfach mal einen Schaft rausgesucht, der noch mal eine Spur härter und auch schwerer ist. Mhm. Und ich will jetzt erstmal einfach sehen, was macht das mit dir? Okay. Was passiert jetzt? Da hätte ich eine Frage, was für ein Schaft ist es? Sollten wir es verraten? Soll es noch ein Nein, das bleiben? Ist, also das ist jetzt kein Geheimnis. Ich habe jetzt hier den Dynamic Gold 105 S300. Mhm. Ich glaube, das kann ich auch sagen. Der ist dir bekannt, weil genau. du den aktuell in deinen Eisen spielst. Genau. Also das ist jetzt auch kein besonderer Exot oder sowas. Ja. Wir machen wieder 5. Was ich mit dir nochmal anschauen wollte, bei den drei Modellen, die wir getestet haben, der Trackman, der hat die Möglichkeit, deine Schlägerkopfgeschwindigkeit als gottgegeben zu sehen und dann mal deine Schläge mit dem Optimum zu vergleichen. Also als würde der liebe Gott oder Tiger Woods mit der gleichen Geschwindigkeit so ein Eisen 7 bewegen. Das deckt sowohl vom Material als auch vom Spieler so die Stärken und Schwächen auf, macht es halt vergleichbarer. Mhm. Wir können mal gucken. Wir fangen mal eben hier bei dem Ping an und da siehst du alles eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir stellen das nochmal um auf mittlere Abflugwinkel, Höhe ganz gut. Du hast vorhin selber zu mir gesagt, dass es heute alles ein bisschen ungewöhnlich flach bei dir startet. Genau, das scheint nicht so ganz. Du hast halt verhältnismäßig wenig Spin auf dem Ball. Mhm. Hängt von dir aus damit so ein bisschen zusammen, dass du etwas zu wenig Attack Angle aufbaust. Ja. Attack Angle ist quasi von oben nach unten auf dem Ball. Das wäre minus 3,4, ja, okay. Und du bist hier so bei minus 2 Grad, ne? Das wäre etwas, wo man trainingsmäßig ein bisschen ansetzen sollte, ja. Ansonsten sieht es ja alles schon gar nicht mal so schlecht aus. Ballspeed, dieses Leg, ne? Das hängt damit zusammen, dass du den wirklich nicht so gut im Sweet Spot getroffen hast, ja. Wir also schauen, Sweet Spot ist ja die Mitte der Schlagfläche. Der perfekte Punkt. Quasi. Ne, es ist nicht unbedingt genau die Mitte, ja, meistens so ein bisschen weiter eher unten am Sohlenbereich, okay. Ne, aber es ist der perfekte Punkt quasi, ne, wo ich eine gute Kraftübertragung habe, wo das Eisen am besten funktioniert. Das gleiche gucken wir uns jetzt nochmal hier für den Callaway Apex an. Ähnliches Bild. Hier war die Spinrate sogar noch weniger, als ich das eigentlich gerne hätte. Ne? Ja, krass, hat nochmal deutlich schlechter, was das angeht, funktioniert. Der Abflugwinkel war hoch, die Höhe ganz okay. Auch hier ein großes Lag zwischen Ballspeed Optimum, das ist mal hier so blau, und dem, was du da so im Schnitt mit fabriziert hast. Ja. Ne? Okay, kommen wir jetzt zum Mizuno. Ähnliches Bild, ne? Ist ja auch der gleiche Spieler, ja. Aber hier sehe ich schon, das Gap quasi bei der Ballspeed ist nicht ganz so groß wie vielleicht gerade bei dem Apex, ne? Du hast im Durchschnitt 143 Carry erzielt und ab 149 sagt uns der, hier geht der Optimalbereich auch los, ne? Okay. Das ist schon ganz okay, ne? Also bei allen haben wir natürlich die ähnlichen Defizite, weil wie gesagt, wir haben ja den Spieler auch nicht getauscht, ne? Und die ähnlichen Stärken, muss man auch sagen. Aber da ich hat der Stärken, Mizuno. Ich hab's gehört, ich habe Stärken. Aber der Mizuno hat schon ganz ordentlich funktioniert, das muss man sagen. Ne? Wir denken immer dran, die Streuung, die ist halt schon wünschenswert hier oben mit den Blauen. Okay. Das nächste. Mit dem Stiffschaft. Du hast halt da gerade eine sauschlechte Phase gehabt. Es ist dir schwer gefallen, da einen ordentlichen Treffmoment rauszukriegen. Absolut, ja? Absolut. Das müssen wir jetzt gerade ein bisschen ausblenden. Man hat dann manchmal, man ärgert sich und dann fängt man an, da rum zu experimentieren und will dann unbedingt jetzt wieder einen ordentlichen Schlag kriegen.
dass du ordentlich Golf spielen kannst, das weiß ich, ja, und dass das nicht signifikant für dich ist, das weiß ich auch. Ja? Vielen Dank. Ja. Also das hat halt nachgelassen da, ne? Clubspeed ist runtergegangen, du hast hier den nur noch mit 84 Meilen auf einmal bewegt, ne? Mhm. Treffmoment ist eher so im Wedge-Bereich eigentlich, ne? Guck mal hier, 1,12. Ich wollte gerade sagen, vorhin hatten wir 1,30 im Schnitt bei dem Mizuno. Das sind Welten, das darf ich eigentlich gar nicht mehr miteinander vergleichen, ne? Ich würde den Stiffschaft trotzdem jetzt an dieser Stelle noch nicht komplett ausschließen, weil wie gesagt, das hier, das müssen wir eigentlich nicht großartig bewerten. Nee, das könnte man theoretisch löschen und wir würden es nochmal neu machen. Ja. Das. Also spiegelt auch nicht das wider, was ich jetzt tatsächlich gewohnt bin. Nee, das war schon sehr, sehr eindeutig, dass das nicht signifikant für dich ist, ja. Wir sind dem Ganzen ja schon ziemlich nah auf der Spur. Wir wissen zumindest schon mal, welchen Kopf wir haben wollen. Und wir wissen schon, welchen Schaft wir haben wollen. So ungefähr zumindest. Und jetzt gehen wir so ein bisschen in diese Details, in das sogenannte Feintuning, wo wir uns den Leihwinkel nochmal genau angucken. Und da kann ich auch Daten des Trackmans verwenden. Von deiner Biometrie können wir davon ausgehen, dass auf jeden Fall der Leihwinkel etwas aufrechter sein sollte. Und wenn du jetzt mal hier vorne guckst, egal von welchem Schläger wir jetzt ausgehen, hier oben steht der dynamische Leih. Das ist halt nicht, wie der Schläger gebaut ist, sondern so, wie du den führst, den Schaft. Ja? Und da siehst du hier, da hast du hier, manchmal ist es nicht gemessen worden, aber hier hast du zum Beispiel auch mal 71 Grad. Ein Putter hat 70 Grad Leihwinkel so ungefähr, ne? Okay. 67, 65, wenn du dir überlegst, 62 ist der durchschnittliche Standard, dann siehst du auf jeden Fall, ein aufrechterer Schaft ist bei dir ein Must-Have. Mhm. Ja, also ein Standard-Leihwinkel wäre nichts. Natürlich wäre es auch unseriös, dir jetzt einen Schaft an die Hand zu geben mit, sage ich mal hier, 70 Grad Leihwinkel. Ich würde ja quasi dir das Potenzial wegnehmen. Ne? Also du sollst ja nicht mit 70 Grad Leih den langfristig bewegen. Ne? Dass du wegen deiner Biometrie den aufrechter brauchst, ist unstrittig. Ja? Aber nicht mit 70 Grad. Ja. Man kann jetzt auch zum Beispiel mit einem Leihboard arbeiten, wo man hier so ein Aufkleberchen hinmacht und dann zieht man den übers Leihboard und dann kann man sehr gut sehen. Ich kann dir das Ergebnis allerdings jetzt schon sagen. Ja? Alles klar. Die Abdrücke werden alle hier vorne sein, weil du bewegst den Schaft gerade so aufrecht, dass du immer hier vorne den maximalen Kontakt haben wirst. Ja? In so einem Fall orientiere ich mich immer eher an der Biometrie, weil ich will deinen Fehler auch nicht noch verstärken, indem ich dir jetzt da den so baue, damit du jetzt halbwegs gescheit an den Ball kommst, weil damit würde ich dir ja auch das Potenzial nehmen, dich mit dem Schläger verbessern zu können. Ja? Aufrechter, ja, und wir gehen auch eher da scharf dran. Wir machen den 4 Grad aufrechter mit 66 Grad Leihwinkel. Na, da bin ich aber mal gespannt. Ja. Ritchie hat mir jetzt noch einen anderen Schläger zusammengebaut, den P790 von TaylorMade. Den schlage ich jetzt auch mal, weil der halt auch einfach geil aussieht. Wir sprachen ja schon über den Leihwinkel, also den Winkel vom Schaft zum Boden. Wir wissen jetzt bei dir durch deine Biometrie, du bist groß, ne, Handbodenabstand, dass auf jeden Fall dieser Winkel wahrscheinlich etwas aufrechter gehört. Und wir haben auch durch die Messung mit dem Trackman, also die dynamische Messung, gesehen, ja, der Andreas, der braucht auf jeden Fall einen etwas aufrechteren Leihwinkel. Mhm. Im Grunde ist die Erkenntnisgewinnung schon abgeschlossen. Ich möchte aber trotzdem auch, dass du selber mal sehen kannst, was passiert, wenn der Leihwinkel nicht stimmt. Ja? So, ich mache jetzt hier so einen Aufkleber und da kann ich gleich, wenn du schlägst, sehen, wo du an welcher Stelle mit der Sohle den meisten Bodenkontakt halt hast. Dafür haben wir hier dieses Leihboard, damit auch wirklich so ein Abdruck entstehen kann. Und du machst mir jetzt einfach nochmal drei Schläge und dann schauen wir uns das Ergebnis zusammen an. Du merkst, es wird richtig schön laut.
Und jetzt siehst du hier ziemlich deutlich, hier, da hattest du, da ist der Aufkleber richtig weg, ne? Also da hattest du richtig fetten Bodenkontakt. Und wenn du das mal hier siehst, ist das halt hier eher im Bereich der Spitze, nicht der Hacke. Ne? Mhm. Im optimalen Fall müsste das halt hier sein. Und das ist ein deutliches Zeichen unter anderem dafür, dass eben dieser Schaft für dich etwas aufrechter sein müsste. Also, du hast mir selber schon gesagt, du suchst eher ein bisschen dickeren Griff, also Midsize. Genau. Ne? Und du hast mir gesagt, dass du gerne diese Multi-Compound-Griffe gerne magst. Genau, also bisher spiele ich die Multi-Compound seit ein paar Jahren, war bisher immer zufrieden. Jetzt habe ich ja von dir auch erfahren, dass es da ja sogar nochmal zwei verschiedene Arten von Modellen gibt. Jetzt mal unabhängig von der Farbe, es gibt den MCC Plus 4. Und es gibt den normalen Multi-Compound. Ja? Der Unterschied ist optisch nicht ganz so schnell zu sehen. Der MCC Plus 4 ist hier in diesem Bereich, wo die untere Hand sitzt, nochmal eine Stufe dicker. Also da wirklich wie ein Jumbo-Griff. Ne? Okay. In dem oberen Bereich, als Linkshänder, als Rechtshänder, wo meine linke Hand sitzt, ja? Da ist der wirklich Midsize und in diesem Bereich wie Jumbo quasi. Okay. Ja. Ich werde dir beide jetzt gleich mal so in die Hand geben und du sagst mir einfach mal, was sich für dich besser anfühlt. Ja, okay. Mach ruhig mal die Augen zu. Ja. Und ich gebe dir den ersten mal in die Hand. Mach mal so einen Golfgriff. Du willst dich vor dem Schlag fertig machen. Ja. Fühlst du den? Ich fühle ihn. Ja. Mach mal komplett den Griff. Ja. Und jetzt nimm mal deine rechte Hand weg. Kannst die Augen auch gerne wieder aufmachen. Du siehst hier, greif mal feste zu. Ja, du hast hier schon kaum mehr Kontakt zu deiner Hand. Ne? Grenzwertig. Ja. Wir geben dir mal jetzt gleich den anderen. Ich tausche mal. Auch erstmal mit Augen zu, dass du so ein bisschen den spürst. Vollen Golfgriff. Rechte Hand weg. Ja, das sieht man. Den Handschuh, den stellen wir uns jetzt vor. Ne? Das sieht auf jeden Fall schon besser aus. Hast du so ein bisschen Probleme mit der Hand, die wirklich richtig feste zuzumachen? Ja, schon ein bisschen. Ich würde sagen, ich kann nicht weiter. Ja, ja. Von daher finde ich das ganz okay, dass wir den so nehmen. Also du hast da so ein bisschen Mobilitätseinschränkungen. Das muss man schon sehen. Ne? Welcher hat sich jetzt für dich erstmal subjektiv besser angefühlt? Also vom Gewohnteren her, ich habe so das Gefühl, dass ich bei dem Dickeren, der hier in der mittleren Bereich dicker ist, dass man es auch spürt, dass man da so ein bisschen das auch merkt, okay, da ist einfach, es ist fleischiger, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Von hinten her, von der linken Hand her, habe ich jetzt eben kaum einen Unterschied, beziehungsweise gar keinen Unterschied gespürt, obwohl der mir da auch ein Ticken subjektiv betrachtet, vielleicht ein bisschen schmaler vorkommt. Aber per se ist das halt, den Griff kenne ich. Ja. Den Griff kenne ich. Ja, 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 ja. Ich würde dir eher zu dem normalen MCC raten, weil ich glaube, der andere, wenn der unten, guck mal, ich zeige dir das mal selber, genau, halt mal, wenn der hier in diesem Teil zu dick für dich wird, du kannst dir den ja gar nicht mehr richtig in die Finger hier genau, reinlegen. Nicht mehr richtig reinlegen. Ja? Ja. Und das will ich ja. Ne? Um da auch Feinsteuerung drauf ausüben zu können. Gut, ich habe einen Designvorschlag für dich. Ich zeige dir mal einen sehr schönen Griff. Ich weiß nicht, ob das was für dich ist, aber ich finde die sauschick. Also dieser Multi-Compound, den gibt es exklusiv für Mizuno, genau in diesen Mizuno-Farben. Und das sieht dann schon sehr edel aus. Ich weiß nicht, ob das vielleicht was für dich wäre. Ich bin da doch mehr so der rote, graue Mensch. Dann, ja, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber ja, man kann ja mal gucken. Man sieht ja auch auf der Mizuno-Webseite, kann ja auch jeder mal drauf gehen. Man sieht eben auch, welche Griffe mitgeliefert werden können, wenn man das eben möchte. Also wenn wir in ganz schlichten Farben sind, dann wäre hier so Black Gray, das könnte ich dir besorgen. Den grauen gibt es nur in der Plus 4 Variante. Ja, okay, haben wir ja festgestellt, das ist nix, bringt nicht viel. Ja. Und das war's dann auch hier. Ich meine, gegen Aufpreis mache ich dir alles drauf, aber diese etwas bunteren, ja, das ist immer der Plus 4 und das wollen wir für dich nicht. Ne?
Wenn nicht, muss ich es einfach mal noch mal bei mir ein bisschen im Kopf sacken lassen. Ja, das können wir ja noch entscheiden. Ne? Genau. Aber dann habt ihr zumindest mal da gesehen, wie wir grundsätzlich uns so an das Thema Griff heranpirschen. So. Das ist ja auch eine Art Mini-Fitting. Ja, natürlich. Ja, das gehört zum Fitting einfach mit dazu. Ne? Wir wollen ja alle Komponenten fitten und dazu ist genauso wie der Kopf, der Schaft, gehört eben auch der Griff. Ja. Also wir wissen jetzt schon auch, welchen Griff du haben möchtest. Wir wissen sowieso schon, welchen Kopf und welchen Schaft. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, was wollen wir haben? Was ist denn aktuell das längste Eisen, was du noch gerne und regelmäßig spielst? 4. Die 4. Da setzt der Satz auch so, wie wir den haben wollen, an. Und dann würde ich dir empfehlen, aber die ganze Palette bis unten zum Gap Wedge wirklich mitzunehmen. Das ist dann halt von 21 Grad Loft bis runter 49 Grad Loft. Mhm. Und darunter Wedge Fitting, das können wir nochmal separat uns aussuchen. Mhm. Es gibt Wedges, die zu diesem Satz empfohlen werden, ja. Aber grundsätzlich haben wir da Spielmöglichkeiten. Ja? Aber dann würde ich für dich erstmal die so zusammenstellen von der 4 bis runter zum Gap-Wedge. Also wir haben jetzt eigentlich alles beisammen. Wir wissen, welchen Kopf wir haben wollen. Wir haben auch darüber geredet, welche Schläger. Du hast gesagt, ab Eisen 4. Wir gehen runter bis zum Gap-Wedge, also bis 49 Grad Loft. Wir wissen, welche Länge wir haben wollen. Wir haben uns den Schaft rausgesucht. Wir haben den Leihwinkel für dich angepasst. Und wir werden auch deinen Traumgriff dann da drauf machen. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich sag dir dann nochmal Bescheid, wie lange wir zum Liefern brauchen. Ich frage es bei Mizuno nochmal nach und dann erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Eisensatz. Wird aber erst im nächsten Jahr kommen. Ihr habt es ja gerade gehört, der Richie hat schon ein paar Sachen gesagt, was eben der neue Eisensatz so alles beinhaltet, was eben auch so die Specs vom Eisensatz sind. Richie, vielen, vielen Dank für das heutige Fitting. Es war wie immer eine Ehre, bei Golfgötze gefittet zu werden, weil es einfach ein anderes Fitting ist, weil die Leute einfach dort auf einen eingehen und nicht nur von der Stange verkaufen wollen, sondern genau das, was einfach zum Spieler passt. Und daher vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neuen Eisen. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Tschüss.